Greiner-Gruppe existiert jetzt seit etwa 150 Jahren. Wir sind ein europäisches Familienunternehmen mit Wurzeln in Deutschland. Heute sind wir ein global agierendes Unternehmen mit über 130 Standorten in 30 Ländern, etwas mehr als 10.000 Beschäftigten und sind ein führendes Unternehmen in der Kunststoff- und in der Schaumstoffindustrie. Ja, wir haben eine Nachhaltigkeit ins Zentrum unserer Tätigkeit gestellt, weil wir glauben, dass als kunststoffverarbeitendes Unternehmen es ganz wichtig ist, zu informieren, wie man mit Kunststoff umgeht. Deswegen haben wir eine Strategie entwickelt, wie wir selbst auch versuchen, die Ressourcen zu schonen. Das gilt für alle Bereiche. Das geht um innovative Produktlösungen. Es geht aber natürlich auch heute im Rahmen der Digitalisierung beispielsweise um das Nutzen von Cloud-Lösungen, um hier Ressourcen zu schonen und uns langfristig so aufzustellen, dass wir auch einen Planeten übergeben können, der mindestens so gut war, wie wir ihn übernommen haben. Einer unserer strategischen Säulen ist die Innovation. Wir sehen uns als innovatives Unternehmen, versuchen Innovation nach vorne zu bringen. Hier ist Kommunikation und Austausch zwischen den Kontinenten, zwischen den einzelnen Unternehmen und Geschäftsbereichen besonders wichtig. Und wir setzen natürlich nur Produkte ein, die uns auch auf diesem Weg begleiten, helfen und diese Zusammenarbeit steigern können. So wie Microsoft OneDrive oder auch Skype for Business. Mit Skype for Business und zukünftig auch mit Microsoft Teams haben wir das erste Mal eine Lösung, die entsprechend einfach für die User zu bedienen ist, die ja kostengünstig ist und damit auch flächendeckend zum Einsatz kommen kann. Wir können Konferenzen machen, wann wir sie benötigen und nicht, wann Konferenzräume frei sind, was ein ganz wichtiger Punkt ist. In die Konferenzen können wir interne Kollegen einladen, wir haben aber genauso die Möglichkeit, schnell und unkompliziert, ohne zusätzliche Kosten, externe Partner oder Kunden einzuladen, um da wichtige Themen zu besprechen. Wir sehen die Digitalisierung als spannende Reise in die Zukunft. Wir stehen noch am Anfang, haben aber die richtigen Schritte gesetzt, um mit der Digitalisierung weiterzumachen. Mit Microsoft als Innovationspartner sind wir hier gut aufgestellt und werden noch viele weitere Themen gemeinsam bestreiten.